Die meisten Ideen, die ich Ihnen heute vorstelle, gehen zurück auf Gauß. Und warum Gauß an diesen Sachen interessiert war, das möchte ich Ihnen ganz kurz zeigen. Zunächst mal, Gauß war auf dem alten 10-Mark-Schein und auf der Rückseite dieses Scheins war ein Instrument abgebildet, das er ständig benutzte, so ein Winkelmesser. Den man braucht zur Landvermessung, denn Gauß war Geometer, das heißt, er hat Landvermessung gemacht. Und was man bei der Landvermessung tut, das konnte man diesem Schein tatsächlich auch ansehen. Ich versuche mal, das ausreichend zu vergrößern. Wenn man eine Karte zeichnen will, dann braucht man Winkel und Längen, ja, um das exakt in eine Karte übertragen zu können. Was man üblicherweise dazu macht, man überzieht das Gebiet, das man untersuchen will oder das man kartografieren will, mit einer Triangulierung. Das heißt also mit ganz vielen Punkten, zeichnet entsprechende Dreiecke darin. Und in diesen Dreiecken misst man alle Winkel. Und zusätzlich misst man noch einige Strecken. Ja, also hier, es werden in diesem Dreieck, in diesem System von Dreiecken, sind alle Winkel bekannt, sind alle Winkel gemessen. Hier vorne, da sehen Sie, ist eine Linie dick gezogen. Die ist tatsächlich abgelaufen worden. Die hat man mit hoher Genauigkeit tatsächlich gemessen. Und hier vorne sind noch zwei Linien dick gezeichnet. Auch diese sind tatsächlich echt gemessen worden. Warum hat man nicht alle gemessen? Naja, also häufig ist das ja gar nicht möglich. Ja? Also wenn ein See dazwischen liegt, ein Berg dazwischen liegt, irgendwas liegt, dann geht das einfach überhaupt nicht. Und hier vorne hat man sich zum Ausmessen natürlich schöne gerade Strecken einfach ausgesucht. Okay, mit Hilfe der üblichen Dreiecksätze kann man jetzt sofort sehen, okay, wenn ich alle Winkel kenne in diesem System von Dreiecken und in diesem Fall sogar drei Strecken kenne, dann kann ich tatsächlich die Strecken, die Längen aller Strecken, an die Länge aller Strecken in diesem Dreieck ausrechnen. Ja? Also hier vorne etwa mit den Sinussätzen, mit dem Kosinussatz, ja, kann ich hier vorne erst diese beiden ausrechnen. Ich komme hier sofort insgesamt durch. Okay, das macht man eben tatsächlich. Und die Frage ist jetzt, naja, also erstmal, ich habe hier, man sieht sofort, es würde reichen, eine einzige Strecke zu messen. Ich messe aber drei Strecken und dadurch bekomme ich natürlich mehr Gleichungen als unbekannt. Es würde schon eine reichen, ne? Es würde eine Strecke reichen, um alles auszurechnen. Aber ich habe drei Strecken gemessen, das heißt, ich habe zu viele Messungen und in unserer Sprache von vorhin haben wir einfach zu viele Gleichungen. Okay, bei den überbestimmten Gleichungssystemen, da haben wir jetzt vielleicht das Gefühl, das macht Sinn, aber wie ist es denn bei den unterbestimmten Gleichungssystemen, also wo wir zu wenige Gleichungen haben, gibt es da auch ein vernünftiges Beispiel. Und das stammt auch von Gauß und das ist eigentlich das, wofür er bekannt geworden ist in diesem Bereich. Und zwar hat er sich vorgenommen, die Winkelmessungen eines Kollegen aus den Niederlanden, der ja, ganz viele Dreiecke gemessen hatte. Und Sie sehen hier für viele Dreiecke an der holländischen Nordseeküste die entsprechenden Winkelmessungen. Er hat diese lange Liste genommen, hat die eingetragen in eine Karte und hat gesagt, das kann doch alles gar nicht sein. Und ich habe Ihnen mal hier ein paar davon eingezeichnet. Also hier oben ist Hollum, also Ameland, Leeuwarden, ja, und da hat er die entsprechenden Dreiecke wurden gemessen, die ich hier eingezeichnet habe. Und wenn man jetzt nachrechnet und einfach mal nur schaut, dann sieht man, jeder einzelne Winkel wurde gemessen. Naja, aber sinnvollerweise sollten sich der Winkel hier, 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 hier und hier zu 360 Grad aufaddieren. Das tun sie überhaupt nicht. Ja, also da kommt nicht 360 Grad raus, natürlich, weil de Kreienhoff, der diese Untersuchung gemacht hatte, eben immer kleine Fehler gemacht hat. Okay, ups, das wollte ich nicht. Es gibt noch mehr als das. Ja? Also schauen wir uns zum Beispiel mal dieses Dreieck hier vorne an. Wenn ich die Winkel hier, hier und hier oben aufaddiere in diesem Dreieck, dann sollte die Winkelsumme im Dreieck rauskommen. Was ist die Winkelsumme im Dreieck? Ich lasse Ihnen 2 Sekunden Zeit.
Na, auf jeden Fall nicht 180 Grad, denn willkommen auf der Erde. Die Erde ist eine Kugel und damit ist das hier ein Kugeldreieck. Und die Winkelsumme ist ein bisschen mehr als 180 Grad. Und tatsächlich konnte man damals Winkel so genau schon messen, dass dieser kleine Unterschied, ich glaube, es sind 182 Grad, tatsächlich messbar war und dass der tatsächlich auch berücksichtigt werden muss. Okay, also es sollten hier 182 Grad rauskommen, es kommen aber auch hier nicht 182 Grad raus. Das hat man einfach früher erstmal ignoriert und Gauß ist hingegangen und hat gesagt, naja, also wir können ja mal Folgendes machen. Wir führen mal Variable ein und zwar den Fehler der Messung hier, hier, hier. Also für jeden Winkel führen wir den Fehler ein, der zu dieser Messung gemacht wurde, als Variable. Das heißt also, bei diesen 1, 2, 3, 4, 5 Dreiecken habe ich 15 Winkel gemessen. Das heißt, ich habe jetzt 15 Variable für den Fehler in jeder einzelnen Messung. Dann schaue ich mir mal an, wie viele Gleichungen bekomme ich denn? Naja, ich bekomme hier eine Gleichung, weil ich das alles aufaddieren müsste zu 360 Grad. Hier 180 Grad, hier 180 Grad, ja, etwas mehr als 180 Grad, jetzt sage ich schon selbst. Das heißt also, ich bekomme insgesamt 6 Gleichungen. Okay, das heißt also, ich habe 15 Unbekannte für die Fehler und ich habe 6 Gleichungen. Kann ich damit irgendwas machen? Er sagt, naja, also es macht ja Sinn anzunehmen, dass der Kreienhof einen sehr, sehr kleinen Fehler gemacht hat. Das heißt also, ich möchte eine Lösung dieser Gleichungen haben, die möglichst klein ist, die also annimmt, dass der Kreienhof möglichst kleine Fehler gemacht hat. Das heißt, ich suche eine Lösung dieses Gleichungssystems mit möglichst kleiner Norm. Und das ist genau das, was Gauß untersucht hat und was wir im Folgenden dann auch tun werden.